Hallo, mein Name ist Jairo. Wir sind heute auf einem SWR-Doku-Festival. Ich interview heute die Frau Sabine Willmann. Sie ist aktive Dokumentarfilmerin. Und ja, hallo Frau Willmann. Hallo Jairo. Könnten Sie vielleicht irgendwas sich erst mal vorstellen, irgendwas über sich erzählen, was Sie jetzt mal so machen? Ja, mein Name ist Sabine Willmann und ich drehe Dokumentarfilme. Ich habe an der Filmakademie Ludwigsburg Dokumentarfilmregie studiert und mein Lieblingsformat ist die Langzeitbeobachtung, sozusagen die Königsdisziplin. Es gibt keinen Sprecher. Die Protagonisten, also die Menschen, die im Film auftauchen, erzählen selbst ihre Geschichte. Und davon kann man natürlich nicht unbedingt leben. Deshalb mache ich auch ganz viel filmpädagogische Projekte schon immer. Auch während der Filmakademiezeit parallel dazu habe ich schon ganz viele Projekte mit Schülern und jungen Erwachsenen gedreht. Und das liegt mir sehr, sehr am Herzen. Und um es noch vielleicht zu komplettieren, ich arbeite aus Leidenschaft und Überzeugung für das Naturvision Filmfestival und die haben ein ganz großes Schulfilmprogramm. Das habe ich über sieben Jahre aufgebaut und wir haben jedes Jahr um die 3.500 Zuschauer. Nur Schüler in ganz Baden-Württemberg. Wie sieht für Sie ein guter Dokumentarfilm aus? Also ein guter Dokumentarfilm ist für mich, dass es eine Geschichte ist, die mich reinzieht, dass es eine Geschichte ist, die interessant ist und mir Blickwinkel in Ecken der Welt oder in das Leben von Menschen zeigt oder Umstände zeigt, die mir neu sind oder die ich so nicht kenne. Und mich auch berühren. Das sind für mich gute Geschichten. Und natürlich müssen die gut recherchiert sein. Also ich reagiere nicht so gut darauf, wenn ich das Gefühl habe, der Filmemacher hat sich's einfach gemacht und hat jetzt die Seiten nicht ausgelotet. Gehört ein Dokumentarfilm für Sie in den Unterricht und wieso? Der gehört für mich absolut in den Unterricht und es findet noch viel zu wenig statt. Ich versuche hin und wieder selbst Dokumentarfilme mit Schülern zu drehen. Die fahren natürlich viel mehr auf Spielfilmprojekte ab, also Kurzfilme, die man dreht. Ich finde den Dokumentarfilm aber deshalb sehr wichtig, weil er eben, wie ich schon beschrieben habe, die Gelegenheit bietet, ein Blick in die Welt zu sein und damit auch für Völkerverständigung dient und auch die Toleranz fördert bei Menschen. Wenn ich weiß, wie es Menschen in Afrika geht oder in Syrien, wenn ich sehe, was es bedeutet, Kind zu sein und auf Kriegsschuttbergen zu spielen, dann habe ich ein anderes Verständnis dafür, wenn zu uns nach Deutschland Flüchtlinge kommen, hier einfach nur überleben wollen. Was können Dokumentarfilme nach Ihrer Meinung nach besser als Nachrichtenbeiträge? Also ich würde jetzt die zwei Genre nicht gegeneinander ausspielen. Nachrichten sind wichtig, wie gesagt, wenn sie gut recherchiert sind. Aber Dokumentarfilme, die einfach mehr Zeit geben, um ein Thema zu beleuchten, können das natürlich viel besser tun, weil sie eben mehr Zeit haben. Ich komme jetzt auch zur letzten Frage an Sie und zwar, was kann man tun, um Dokumentarfilme für Kinder und auch für Jugendliche interessanter zu machen? Heutzutage kann man am ehesten die Jugendlichen für Dokumentarfilme begeistern, wenn ich Geschichten von Jugendlichen zeige. Das ist aber meine ganz persönliche Meinung. Okay, vielen Dank für das Interview, Frau Willmann. Und auch an die Zuschauer, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Danke.